Hallo meine Freunde der Sonne und da sind wir wieder heute. Wie versprochen kommt ein kleines Video. Ich beantworte einfach mal eure gestellten Fragen und es waren so unfassbar viele. Ich habe mir die wichtigsten Fragen jetzt einfach mal rausgesucht. Also vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Auch an die Leute, die Züge mögen. Ich mag auch Züge. Und ja, wie schon gesagt, ich habe mir die allerbesten rausgesucht. Ein paar sind es geworden. Deshalb gucke ich gerade die ganze Zeit auf den Bildschirm. Und die erste Frage, die mir so unfassbar oft gestellt wurde, ist einfach, woher kommst du? Ne? Wurde mir jetzt schon 3 Millionen Mal irgendwie gestellt, gefühlt. Natürlich von draußen. Ne? Also, ich bin jetzt gerade in der Wohnung, ich komme natürlich von draußen. Damit haben wir die Frage schon geklärt. Nein, Spaß. Ich bin in Sachsen hier geboren und ich war eine Zeit lang drüben im Westen, weil mein Stiefvater da eine eigene Firma hatte und ja, wir sind da hingezogen, gut Geld verdienen und bibabo. Und dann bin ich dann irgendwann, nachdem mein Stiefvater verstorben ist, sind wir dann irgendwann doch wieder zur Heimat gegangen. Und ich bin ehrlich gesagt extrem froh, auch wenn ich damals natürlich den Schritt ein bisschen doof fand, ne? Da ich im Westen halt extrem gute Freunde gefunden hatte und wirklich, weiß nicht, ich habe mich da natürlich irgendwann dann schon heimisch gefühlt. War natürlich dann erstmal wieder traurig, dass wir wieder nach Dresden gekommen sind. Aber ich muss sagen, jetzt bin ich wieder extrem froh, hier zu sein, weil Dresden einfach ist einfach eine geile Stadt. Ne, also ich würde auch Dresden eigentlich, muss man ja ganz ehrlich sagen, würde ich sogar zur Hauptstadt machen. Ne, ist aber nur eine Idee von mir. Ja, ja, wie alt bist du? Also, hab ich das noch nie gesagt? Also das ist auch so eine Frage, die wurde mir so unfassbar oft gestellt, wie alt ich bin. Ja, vor 10 Jahren war ich 15. Ja, und damit hat sich die Sache ja auch schon geklärt. Ja, und das nächste ist, ihr seht ja, ich habe ja hier sehr gerne, die Frage wurde mir auch unfassbar oft schon gestellt, ich habe ja hier so doofe Augenringe und voll viele fragen mich sehr oft, also oder besser gesagt, haben mich jetzt sehr oft schon gefragt, ob ich überhaupt nicht schlafe. Und natürlich, ich schlafe überhaupt gar nicht, also ich brauche keinen Schlaf, also warum auch, für was braucht man Schlaf, also ich schlafe nur, wenn ich mal Lust zu habe. Nein, natürlich nicht. Ich hab das doofe Problem, dass ich hier, haben viele leider, dass ich hier unter meinen Augen eine sehr, 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 sehr dünne Haut habe. Und da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie das dann aussieht, wenn ich mal wirklich zu kurz geschlafen habe. Weil dann sind meine Augen, meine Augenringe ziemlich extrem. Aber nee, es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht schlafe. Ich werde auch voll oft so auf Arbeit oder beim Plasmaspenden war das letzte Mal auch so. Hier von wegen, ja, wie sieht denn das aus? Sie müssen mal ein bisschen mehr schlafen. Ich so, ja, ich schlafe genug. Und ich musste das den Arzt da auch erstmal erklären, dass es bei mir einfach da ist. Ich kann nichts dafür. Ich kann halt nichts dafür. Und ja, auf Arbeit wird man dann auch manchmal so angesprochen, aber die wissen das jetzt auch schon lange. Also ich habe das jetzt auch schon 5 Millionen Mal gesagt. Die gehen mir da hingehend auch nicht mal auf den Sack. Aber ja, das ist leider so ein kleines Problem. Ich habe schon mal überlegt, dass ich, weil wir hier in Dresden, ich glaube in der Nähe von der Frauenkirche haben wir ja so einen Schönheitschirurgen. Und der macht auch die Augen. Man kann es natürlich mit Eigenfett machen, man kann es mit der Dingsäure machen, was ich jetzt gerade vergessen habe. Unterspritzen, was man dann alle 6 Monate machen muss. Ich habe jetzt aber einfach den Namen vergessen. Und da will ich mich mal beraten lassen, weil das ist schon ein bisschen manchmal nervig, wenn man wirklich mal ein bisschen weniger geschlafen hat. Ne, dann habe ich solche Dinger hier, solche Dinger. So, das nächste ist, was ich glaube jetzt, das fragt mich irgendwie jeder Zweite, jeder Dritte. Und das ist kein Witz. Ob ich Lippenstift trage. Ist wirklich so. Also mich fragen wirklich extrem viele, ob ich Lippenstift trage. Natürlich, jeden Tag. Also ich stehe früher auf. Das erste, was ich mache, ist natürlich Lippenstift drauf machen. Und Make-up und danach gehe ich auf Arbeit. Nee, ich habe wirklich, witzigerweise, ich wurde noch nie
im Real Life, sage ich mal, danach gefragt. Im Real Life sagen die meisten so, du hast voll schöne Lippen und sowas. Aber ich werde immer so, also seitdem ich irgendwie auf YouTube unterwegs bin, fragen mich übelst viele, ob ich Lippenstift trage. Nee, das ist einfach, ich habe so übelst knallrote Lippen. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, ich habe jetzt hier auch kein Kinderbild von mir, wo ich kleiner war, hatte ich wirklich so solche Dinger hier, ne? Man hat fast nur die Lippen gesehen. Man hätte Licht ausmachen können, man hätte die Lippen noch gesehen. Nee, das ist einfach auch, wie meine Augenringe, das habe ich einfach. Ich muss aber dazu sagen, ich bin eigentlich jetzt nicht traurig, also sind jetzt keine schlechten Lippen. Also ich kann damit leben. Ne? Aber weil ich wurde jetzt ohne Mist, also sehr, sehr oft auch viele Kommentare hier von wegen, ist ja nicht schlimm und sowas. Aber nee, ich trage wirklich keinen Lippenstift. Ich habe solche knallroten Lippen. Ich kann halt nichts dafür. Ich hab's halt. Ihr müsst damit leben oder, keine Ahnung, wenn ihr ein Video von mir schaut, müsst ihr über meine Lippen irgendwie so einen Streifen kleben. Oder allgemein, ich würde es euch eh empfehlen, über mein ganzes Gesicht einfach einen Streifen kleben, dass ihr nie kotzen müsst. Ja, was ich auch sehr oft gefragt werde, was ich eigentlich gelernt habe, ist auch eine sehr witzige Story. Ich habe nach meinem FSJ im Altenheim, habe ich mich bei der Polizei beworben. Und das habe ich glaube auch schon mal in irgendeinem Video gesagt. Ich habe alles bestanden, so Deutschtest, Sporttest, alles bestanden. Bei mir war nur das Problem wegen Psychologentest. Ich habe den, das Witzige ist, ich bin da noch nicht mal hingegangen. Also vielleicht hätte ich den ja stehen können, aber ich bin da noch nicht mal hingegangen, weil ich mir so dachte, könnte knapp werden. Und natürlich auch muss ich dazu sagen, die Ausbildung ist halt komplett drüben in Leipzig. Und da hätte ich halt einfach, ich hätte natürlich pendeln können, aber muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man abends dann irgendwie 18 Uhr oder sowas raus ist, ne, von der Schule oder irgendwas und dann nach Dresden fahren, hätte ich überhaupt gar keinen Bock gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war so einer der Gründe, wieso ich dann nie weiter gemacht habe. Obwohl ich auch ganz ehrlich sagen muss, also Respekt jetzt momentan an alle Polizisten. Jetzt momentan würde ich den Job ungern machen wollen. Ist einfach so. Momentan würde ich den halt einfach ungern machen wollen. Ja, und dann bin ich dazu gekommen, habe mir so gedacht, scheiße, ich brauche jetzt langsam eine Ausbildung. Und da kam dann irgendjemand zu mir und hat gesagt, hier, versuch das doch einfach mal, guck da einfach mal in den Bereich Security. Ist fast so wie Polizei, ja. Der war, also, ne, Grüße gehen raus, halt. Der Witz war sehr gut, ne, da habe ich Security gelernt und, ja, was lernt man da? Du darfst nichts machen, wenn was ist, musst du Polizei rufen. 12 Stunden mit den Kollegen abends im Büro gesessen, manchmal die Runden gelaufen, also war irgendwie alles, ja, habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich hätte natürlich danach weitergehen können. Kann ich jetzt immer noch machen. Also ich könnte natürlich jetzt im Bereich Geldtransport gehen, was ich eigentlich machen wollte. Oder im Gefängnis als Wärter arbeiten. Aber ich habe ja auch schon mal gesagt, ich würde gerne nächstes Jahr eine Umschulung machen. Das steht bei mir jetzt schon an. Wird sich höchstwahrscheinlich im Bereich ITler. Ja, wird im Bereich ITler gehen. Ja, und ab nächstes Jahr beginne ich dann meine Umschulung und da habe ich endlich mal was Ordentliches gelernt. Auch an die Leute da draußen, lernt was Ordentliches, vor allen Dingen, was euch auch Spaß macht. Also informiert euch wirklich vorher über den Job. Am besten macht ein Praktikum, was bei vielen Jobs natürlich ein bisschen schwieriger ist. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, man macht jetzt ein Praktikum bei der Polizei und geht mit der Polizei dann auf Streife. Aber dass ihr einfach vielleicht mal so reingucken könnt oder besucht einfach mal so eine Polizeischule, dass ihr vielleicht einfach mal so einen Alltag sehen könnt, so was für Trainingseinheiten die haben und. Also ich kann euch das mehr als empfehlen. Lernt erstmal was Ordentliches. Momentan ist es ja eh immer am besten, irgendwas Technisches zu lernen. Ne, man sieht es gerade hier auch in Dresden, dass extrem viele Firmen natürlich das Traditionelle so ein bisschen ablegen und alles natürlich mit Maschinen machen. Also gerade auch so Tischler ist in Dresden jetzt auch nicht mehr wirklich gefragt, also eher dann Maschinenbediener. Weil man dann heutzutage jetzt nur noch wirklich die Maße eingibt und dann kommt das Teil dann raus. Ja, aber wie gesagt, jeder kann das lernen, was er möchte, aber ich kann euch wirklich empfehlen,
man sollte schon ein bisschen zukunftsorientiert an die Sache rangehen, ne? Bringt natürlich jetzt nichts, wenn man jetzt sagt, okay, man macht jetzt Lagerlogistik. Ne? Und zum Beispiel drüben bei meinem Onkel ist es zum Beispiel so, da gibt es kaum noch Lagerlogistik, weil selbst da werden die Pakete jetzt schon irgendwie alles elektronisch dann sortiert. Ne? Man hat dann den Code, gibt den dann ein, legt das Paket drauf und dann wird das Paket automatisch dann mit in die Regale befahren. Aber wie schon gesagt, jeder kann lernen, was er möchte. Ich bin da halt nur eher so, dass ich wirklich so ein bisschen zukunftsorientiert denke. Mal gucken, ob es mir hilft. Was ich auch sehr oft gefragt wurde, warum ich überhaupt auf YouTube gekommen bin. Und das hat auch so eine kleine Story. Die möchte ich euch jetzt nicht erzählen, das würde zu lange dauern. Das würde jetzt einfach komplett alles sprengen. Aber ich kann euch jetzt einfach sagen, ich unterhalte übelst gerne Menschen. Ich mag das einfach voll gerne, wenn ich Menschen was zurückgeben kann. So ein, mir reicht es auch manchmal so ein kleines Lächeln. Ne? Also auf Arbeit bin ich so hier und da manchmal der Clown jetzt nicht unbedingt, aber ich sag mal, mit mir unterhalten sich ganz gerne auch die Leute. Auch unsere Schichtleiterin kommt ganz gerne mal zu mir, unterhält sich gerne mit mir. Weil ich dann schon immer versuche, so, auch wenn jemand mal einen scheiß Tag hat, irgendwie versuche, den da ein bisschen aufzubauen. Sagen, hier, pass auf, von mir aus, ich übernehme jetzt deinen Kram, guck, dass du vielleicht frei bekommst. Oder ich versuche ihn so aufzubauen, dass ich halt mich mit ihm unterhalte oder. Und ich habe mir dann damals vor ein paar Jahren einfach mal gedacht, ach, irgendwie, ich würde da mehr gerne draus machen. Ich möchte gerne Leute aufmuntern, ich möchte gerne Leute zum Lachen bringen. Und dann bin ich irgendwann auf YouTube gekommen. Ich bin seit YouTube, wirklich seit Anfang an, seitdem YouTube existiert, bin ich auf YouTube unterwegs. Und ich fand das immer ganz cool, wie zum Beispiel Kron geschafft hat, wenn ich mal schlechte Laune hatte, dass ich dann abends dann wieder gute Laune hatte. Und das wollte ich halt auch unbedingt machen. Und YouTube wird immer meine ganz, 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 ganz große Leidenschaft bleiben. Definitiv. Ist jetzt eigentlich schon mehr als ein Hobby für mich geworden. Es macht halt einfach Spaß, auch wenn man manchmal so Kommentare liest von wegen, ich hatte heute einen scheiß Tag. Und wegen deinem Video kann ich ein bisschen lächeln, weil das geht mir auch selber mega ans Herz, wenn man sowas natürlich hört, dass jemand einen scheiß Tag hatte und dann wegen meinem Video ein bisschen lächeln konnte, dass ich den Tag ein bisschen versüßt hat. Und da weiß ich, okay, ich mache das Richtige und ja, es macht mir Spaß. So, das nächste, was mir wirklich sehr, sehr oft gestellt wurde, was ich jetzt hier nicht so einfach beantworten kann, da möchte ich gerne auf meine ganzen Real-Life-Stories und auf meine Real-Talks ein bisschen hinweisen, wie ich meine Depression überstanden habe. Ich halte das jetzt mal ganz kurz. Ich hatte am Anfang gar nicht das greifbare Wort Depression, muss ich ganz ehrlich sagen. Man denkt sich natürlich auch als kleines Kind, gut, bei mir war es natürlich ein bisschen unnormaler, ein bisschen anders so, weil ich ja viele Todesfälle hatte. Aber man denkt sich halt trotzdem so, mit 14, 15 Jahren ist vielleicht die Pubertät. Ja, man ist halt öfters jetzt traurig, das wird sich alles so geben. Und überstanden habe ich die einfach nur, dass ich dann irgendwann die Diagnose hatte. Ich dann ins Krankenhaus gegangen bin. Und ich auch Hilfe angenommen habe, weil ich ein Mensch bin, der sehr ungern Hilfe annimmt, der sehr, 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 sehr viel alleine macht. Also allein hier an der Seite die Fototapete, die ihr jetzt nicht seht, aber trotzdem, ich sag's trotzdem jetzt einfach mal, habe ich beim Einzug ungelogen komplett alleine dran gemacht. Und das war sehr, sehr anstrengend. Festhalten oben, dann nebenbei noch ausmessen, dann gucken, okay, hier ist die Mitte. Einfach aus dem Grund, weil ich damals keine Hilfe hatte. Ich habe mir so gedacht, ich gehe meinen Freunden bestimmt damit auf den Sack, wenn ich die jetzt frage, ob sie mir mal helfen können. Da habe ich dann alles alleine gemacht. Hat natürlich auch sehr oft den Vorteil, dass man extrem viel alleine kann. Also ich habe mir auch extrem viele technische Sachen selber beigebracht. Wenn was kaputt geht, dann weiß ich, okay, ich muss da und da gucken und ich weiß auch, ob ich das reparieren kann oder nicht. Man sollte aber auch Hilfe annehmen und das habe ich bei meiner Depression dann gemacht und da bin ich dann irgendwann rausgekommen.
So, das nächste, was ich auch sehr oft mal gefragt wurde, was ich eigentlich für Musik höre. Und das ist auch ganz einfach erklärt. Also ich höre sehr gerne Rap, aber ich hasse den Rap hier von wegen, yo, heute bin ich mit deiner Mutter am Handwerken, dann mit deiner Schwester, dann mit deiner Oma. Das ist so ein Scheiß, höre ich mir gar nicht erst an. Ich höre mir dann lieber so soften Rap an oder eher so Rap, der so ein bisschen motiviert. Finde ich übelst geil, so einfach Rap, der eine Botschaft hat, der einfach eine Botschaft in sich trägt und der einfach richtig motiviert. Gerade wenn man so eine richtige Downphase hat, wenn es einem mal richtig scheiße geht, höre ich mir dann doch ganz gerne so Kontra K, zum Beispiel ein ganz großes Beispiel. Obwohl Sido ja auch, ne, der hat ja auch schöne Lieder rausgebracht. Also selbst ein Kollege hat ja hier und da coole, motivierende Lieder rausgebracht. Und sowas höre ich mir ganz gerne an, aber nicht nur Rap, sondern ich höre eigentlich fast alles. Also Schlager höre ich auch manchmal an. Ja, ich höre manchmal Schlager an. Ist so, es tut mir leid. Schlager finde ich auch ganz witzig, so mal zwischendurch anzuhören, wenn es mir mal gefällt, auch wenn man mal so in Partystimmung ist, ne? Warum nicht? Rock eigentlich alles, wirklich alles. Aber schon mehr Hip-Hop, also Rap und sowas. So, eine letzte Frage, die ich, mit der ich gerne abschließen möchte. Die mir auch sehr oft gestellt wurde, warum ich Weihnachten nicht so mag. Also die wurde mir auch sehr oft gestellt, weil ich das ja immer wieder gerne mal sage. Es hat natürlich auch was bei mir wegen der Depression zu tun. Weil, ne, ihr müsst euch vorstellen, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, mit 14 oder mit 13, so 15 Mann zu Weihnachten ist und dann Weihnachten, wie ich jetzt alleine bin, oder also dieses Jahr bin ich nicht alleine, aber sonst eigentlich alleine wäre, weil keiner mehr lebt, müsste mich dann natürlich ein bisschen verstehen, dass ich da jetzt nicht so wirklich Bock drauf habe. Und natürlich der Aspekt, dass einfach Weihnachten erstmal, wenn man es ganz krass sagt, ich bin Atheist, ich darf noch nicht mal Weihnachten feiern, wenn man es so nimmt, dann das Zweite, was ich auch ganz schlimm finde, ne? Ich fange mit den Fingern an, weißt du? Also, das Zweite, was ich auch ganz, ganz, ganz schlimm finde, ist, dass Weihnachten, dass es gar nicht mehr das Fest der Liebe ist oder der Familie, Zusammenhalt, Zusammenkunft, sondern eher, yo, ich schenke dir das teuerste Geschenk und ich hoffe, ich krieg von dir jetzt auch ein teures Geschenk. Also eher, man hat sich einmal im Jahr gesehen, man hat sich gegenseitig was geschenkt und dann habe ich ein Jahr vor der Familie Ruhe. Was ich sehr, 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 sehr traurig finde, muss ich wirklich sagen. Das kotzt mich auch mega an, ne? Das irgendwie das Kommerzielle, ne? Es geht nur noch ums Geld, 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 ne? Die Industrie pumpt natürlich alles vor Weihnachten raus, ne? Gerade so Handys, aber auch die Spieleindustrie. Finde ich echt schade. Mein Weihnachten war eigentlich mit meiner Oma immer so, wir haben Märchen geguckt, wir haben zusammen gegessen und Geschenke gab es wirklich dann am Ende erst. Wirklich am Ende erst. Und das war gar nicht unser Fokus, sondern einfach der Zusammenhalt, dass man zusammen einfach ein bisschen feiern kann mit der Familie. Und ich finde, wenn man unbedingt Menschen was schenken möchte oder seine Liebe zeigen kann, muss man das nicht nur zu Weihnachten, das kann man immer. Das kann man immer. Man kann es auch morgen machen, man kann es auch zu Silvester machen, man kann es immer machen. Immer. Wenn man einen Mensch liebt, wenn man seine Eltern liebt, kann man auch mal einfach mal so mal eine Rose, ungefragt einfach mal eine Rose vorbeibringen. Muss nicht nur zu Weihnachten sein, so ein kleines Geschenk. Es kann auch einfach mal ungefragt oder einfach mal Danke sagen. Man kann das auch einfach mal so machen. Danke, dass du da bist. Danke, dass es dich gibt. Ganz einfach und das fehlt mir halt heutzutage zu Weihnachten, ne? Wie schon gesagt, man hört ja hier und da, ja, zu Weihnachten treffe ich halt meine Familie und dann hab ich ein Jahr Ruhe, was ich echt schlimm finde, dass es Menschen gibt, die so denken. Aber gut, sowas gibt's halt auch. Finde ich ein bisschen schade, aber ja, muss jeder auch selber wissen, wie schon gesagt, man sollte, glaube ich, immer seine Familie lieben, seine Freunde lieben, seine Frau, seinen Freund lieben. Nicht nur zu Weihnachten und ja. Deshalb, also Weihnachten ist gar nicht so mein Fall. Weiß ich nicht. Wie schon gesagt,
ich habe auch immer meine Eltern geliebt, nie nur zu Weihnachten. Und wenn ich mal eine Rose geschenkt habe, dann auch mal so zwischendurch. Und ich habe auch so zwischendurch meine Liebe gezeigt, nicht nur zu Weihnachten. Klar, das Zusammenkommen ist natürlich schön zu Weihnachten. Gerade so Familienmitglieder, die man vielleicht nicht so oft sieht, das ist natürlich was ganz anderes. Aber wie schon gesagt, man kriegt das auch so hin, ohne Weihnachten. Ja, und das war es eigentlich mit dem Video. Ging doch ein bisschen länger als gedacht, 20 Minuten. Es waren jetzt nur die paar Fragen, die sehr, 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 sehr oft gestellt worden sind. Gibt es natürlich auch noch ein paar andere Fragen, die ich euch relativ schnell immer beantworten könnte. Aber wenn ihr noch mehr Fragen habt und wenn ihr wollt, dass ich noch mehr Fragen beantworte, dann schreibt das mal hier unter dieses Video. Würde mich mal interessieren, wenn euch noch eine Frage auf der Zunge liegt. Würde mich interessieren. Aber ich hoffe, ich habe die wichtigsten Fragen jetzt geklärt. Und ich hoffe, wir sehen uns definitiv Dativ Akkusativ im nächsten Video wieder. Und jetzt kann ich für die ganz faulen Leute, Mi Mario, jetzt kann ich endlich immer auf dieses Video hier verweisen. Hier habe ich wirklich die wichtigsten Fragen wirklich klären können. Und wenn ihr mehr wissen wollt über mich, guckt einfach meine Real Talks an oder guckt meine Real Life Stories an. Da erzähle ich auch ein bisschen mehr über die Depression oder über meine Vergangenheit. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, haut rein und tschüss!